Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAVMU-Video. Freunde, erstmal wünschen wir euch ein frohes neues Jahr 2021. Wir hoffen, dass ihr gut reingekommen seid und dieses Jahr gesund bleibt. In der heutigen Rubrik geht es um die BAVMU-Gebrauchtwagen-Tipps. Heute geht es um den BMW E34. Das letzte Gebrauchtwagen-Tipp-Video zu diesem Modell ist bereits 2,5 Jahre her. Deswegen haben wir nun ein Remake erstellt mit frischen Daten zu Preisen und Problemen für das erste Quartal 2021. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir mit den allgemeinen Fahrzeugdaten an. Der BMW der 5er Baureihe E34 kam Anfang 1988 als Limousine auf den Markt. Im Jahre 1991 folgte dann auch der Kombi, welcher bei BMW Touring genannt wird. Beim Design orientierte sich BMW an ihrer typischen Stilrichtung, wie sie auch bereits beim E32 7er und E30 3er vorhanden war. Vier runde Doppelscheinwerfer zierten die Front des E34 und das Auftreten war noch recht eckig maskulin. Lediglich beim Touring hat BMW einen Stilbruch begangen, denn hier finden wir an der D-Säule des Fahrzeuges keinen Hofmeisterknick vor. Im Jahre 1992 erfolgte dann auch ein großes, umfangreiches Facelift, welches dann unter anderem einige optische Veränderungen mit sich brachte, wie zum Beispiel, dass die Nieren erstmals bei einer 5er Baureihe breiter als hoch waren, was bis 1994 erstmal nur den V8-Modellen vorbehalten war und ab 1994 dann entsprechend bei allen E34-Motorisierungen so übernommen wurde. Und es wurden die Außenspiegel der 3er Baureihe E36 verbaut. Technische Änderungen gab es insbesondere bei den Sechszylindertriebwerken, diese waren nämlich nur mit Vanos ausgestattet, BMWs variabler Nockenwellensteuerung. Was das genau ist und wie diese funktioniert, haben wir bereits in einem BAVMU TechTime Video erklärt. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr mehr darüber wissen möchtet. Des Weiteren gab es im Laufe der Bauzeit später noch weitere kleine Modellanpassungen, die die Sicherheit durch beispielsweise zusätzliche Airbags verbesserte. Die letzten Modelle des E34 haben beim NCAP Crashtest 4 Sterne für den Insassenschutz und einen Stern für den Fußgängerschutz erhalten. Motoren und Preise. Wie wir es bei BMW gewohnt sind, gab es beim E34 eine sehr breite Motorenpalette, die mit dem Facelift 1992 dann noch um V8-Benzinmotoren erweitert wurde. Die beiden M5-Modelle sowie weitere Sonder- und Alpina-Modelle werden wir in einem gesonderten Video behandeln. So servierte uns BMW bei den Benzinern eine feine Auswahl an Motorisierungen, die beim 518i mit 113 PS aus 1,8 Litern anfing und erst beim 540i mit V8-Triebwerk und 286 PS aus 4 Litern aufhörte. Hier einmal eine Auflistung der Benzinmodelle gemessen anhand unseres neu entwickelten BAVMU Power Index und BAVMU Eco Index, um den Modellen einen Durchschnittswert zuzuteilen und sie besser vergleichbar zu machen. Beim Power Index ist ein höherer Wert besser, beim Eco Index ein niedrigerer Wert. Die hier angegebenen Werte können in der Praxis leicht variieren, da wir hier die Berechnungen mit Durchschnittswerten für die jeweiligen Motorisierungen und für die Bauarten zusammengefasst durchgeführt haben. Einen entsprechenden Rechner zum Selbstnachrechnen werden wir zeitnah auf unserer Webseite bavmushop.de einfügen. Die Dieselpalette war für das Baujahr bei BMW typischerweise sehr klein. Es stehen lediglich drei Motorvarianten zur Auswahl, angefangen vom 524 TD mit 115 PS aus 2,4 Litern und endet beim 525 TDS mit 143 PS aus 2,5 Litern Hubraum. Hier ebenfalls nochmal die Tabelle mit dem BAVMU Power und BAVMU Eco Index zu den Dieselmodellen. Probleme der Baureihe. Der E34 konnte für damalige Verhältnisse sehr üppig ausgestattet werden. Man sollte also alle Verbraucher, die das gewünschte Fahrzeug an Bord hat, auch ausprobieren, da die Elektrik nach so vielen Jahrzehnten auf den Straßen anfällig werden kann. Prüft also sämtliche Werkstattrechnungen und wenn vorhanden das Checkheft. Gerne vergisst man mal in der Aufregung, die alltäglichen Dinge zu testen.
Die Achsen machen, wie es bei sportlichen BMWs leider typisch ist, oftmals Probleme. Man sollte sämtliche Lager prüfen, ob diese noch weich sind, nicht porös oder gar gerissen und wie viel Spiel sie haben. Auch die Stoßdämpfer, insbesondere bei Touring-Modellen, sollten kontrolliert werden, da der E34 einen ziemlich großen Kofferraum besitzt, welcher gerne mal bis oben hin vollgeladen wird, was dann zu hohem Verschleiß bei den Fahrwerkskomponenten führt. Zum Test der Stoßdämpfer einfach das Fahrzeug ordentlich durchwippen. Wippt das Fahrzeug noch ewig nach, sind die Stoßdämpfer hinüber. Bei intakten Stoßdämpfern bleibt das Fahrzeug nach maximal 1 bis 2 Nachwacklern wieder stehen. Haltet nach Rostausschau. Wie es so üblich ist bei sämtlichen Old- und Youngtimer BMWs, ist Rost ein großes und leidiges Thema. Prüft jeden Zentimeter der Karosserie, um am Ende keine bösen Überraschungen zu erleben. Prüft auch, ob der Heckkabelbaum an der sichtbaren Stelle Beschädigungen aufweist, besonders bei Touring-Modellen. Wenn das Abblendlicht nicht funktioniert, ist es selten, dass alle Leuchtmittel defekt sind. Wenn gar nichts leuchtet, ist es meist das Lichtkontrollmodul, was hier den Fehler verursacht. Da es im Bereich des Getriebes gerne mal zu Undichtigkeiten kommt, sollte man dort beobachten, ob hier ein leichter Ölfilm vorhanden ist. Wenn es dort ein bisschen schwitzt, ist das meist noch in Ordnung. Wenn allerdings alles stark verölt ist oder gar penibel gesäubert, sollte man hier genauer prüfen. Beim M20 und M30 kann es passieren, dass der Kopf Risse aufweist. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass Kühlwasser verschwindet, ohne auf dem Boden Spuren zu hinterlassen. Und dadurch, dass man schlammiges Ölgemisch am Ölpeilstab oder unter dem Ventildeckel vorfindet. Sollte es recht laute Klackergeräusche geben, kann es sein, dass die Nockenwelle eingelaufen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, muss wahrscheinlich das Ventilspiel neu eingestellt werden. Beim M50 gibt es öfter mal Probleme mit den Zündspulen. Daher ist darauf zu achten, wie kultiviert und gleichmäßig der Wagen hochzieht. Dies ist besonders bei Modellen mit Vanos zusätzlich zu beachten, da bei defekter Vanos ebenfalls ein Effekt der Trägheit aufkommen kann. Ebenfalls sollte man darauf achten, wie schnell oder langsam sich das Kühlwasser aufheizt. Die Wasserpumpe ist nämlich beim M50 recht anfällig, da diese Kunststoffschaufeln hatte, welche gerne mal brechen konnten. Ersetzt diese, wenn möglich, durch ein Modell mit Metallschaufeln und ihr solltet damit keine Probleme mehr bekommen. Leider ist es nicht möglich, ohne größeren Aufwand zu prüfen, welche verbaut ist. Außer der Vorbesitzer kann euch sagen, dass er diesen Tausch bereits durchgeführt hat. Durch Überhitzung, die durch eine defekte Wasserpumpe hervorgerufen werden könnte, können beträchtliche Folgen für den Zylinderkopf und oder die Zylinderkopfdichtung entstehen und sollten somit nicht vernachlässigt werden. Beim M60 sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, schnellstmöglich die Ölwanne abschrauben und kontrollieren, ob sich die 3 Schrauben der Ölpumpe gelöst haben. Dies ist nämlich ein weit verbreiteter Fehler, welcher zu beträchtlichen Schäden führen könnte. Natürlich wird euch jeder Verkäufer zum Teufel jagen, wenn ihr dies beim Gebrauchtwagenkauf prüfen wollt, daher bleibt da wohl nur die Möglichkeit, nach dem Kauf dran zu denken. Die Steuerkette reißt beim M60 auch gerne. Hier sollte man prüfen, ob sich diese bereits gelenkt hat oder möglicherweise bereits ersetzt wurde. Ausstattung. Der E34 war in der oberen Mittelklasse. Somit gab es natürlich auch eine äußerst üppige Ausstattungsliste, zumindest wenn man die Kreuze an den richtigen Stellen gemacht hat beim Neuwagenkauf. Bei einem reinen Serienmodell ohne Sonderausstattung fällt diese nämlich typisch BMW sehr spartanisch aus, je nachdem welche Motorisierung man gewählt hat. Bei der Sonderausstattungsliste konnte der E34 für sein Baujahr dann aber richtig auftrumpfen. So gab es beispielsweise Highlights wie Sperrdifferenzial mit bis zu 25% Sperrwirkung, Niveauregulierung sogar in Kombination mit einem Sportfahrwerk, elektrische Lenksäulenverstellung, elektrisches Sonnenschutzrollo für die Heckscheibe, Autotelefon, von welchem heutzutage nur noch das verwendet werden kann, welches über D-Netz verfügt, was erst in den letzten Baujahren der Fall war. Die Versionen davor hatten noch ein Telefon mit B- oder C-Netz, welches es heute nicht mehr gibt. Das B-Netz wurde nämlich 1994 und das C-Netz im Jahre 2000 abgeschaltet. Elektrochrom-Innenspiegel, also ein Innenspiegel, der automatisch abblendet. Elektrische Sitze mit Memory-Funktion. Elektrische Kopfstützen im Fond. Automatische Leuchtweitenregulierung und ein Navigationssystem und noch haufenweise mehr. Wenn man jetzt bedenkt, aus welchem Baujahr der E34 stammt, ist es beachtlich, wie viele elektrische Helfer das Modell haben konnte, die heutzutage in vielen Mittelklassefahrzeugen nicht einmal bestellbar sind. Ruft euch nämlich mal ins Gedächtnis,
dass alle E34-Modelle etwa 24 bis 32 Jahre alt sind bei Veröffentlichung unseres heutigen Videos. Leider treiben viele Sonderausstattungen die Gebrauchtwagenpreise massiv und vergleichsweise stärker als bei anderen Autos in die Höhe. Solltet ihr übrigens live dabei sein wollen, wie wir uns über automobile Themen wie Technik, Neu- und Gebrauchtwagen, Fahrzeuggeschichten oder Entwicklung unterhalten oder auf eure Zuschauerfahrzeuge reagieren, dann folge uns auch auf Twitch unter BAVMOTV. Dort streamen wir ab Februar 21 mehrmals pro Monat, wenn möglich sogar mehrmals die Woche, den BAVMO Autotalk. Link dazu in der Beschreibung. Empfehlung. Bei der breiten Motorenpalette ist es nicht leicht, eine allgemeingültige Empfehlung auszusprechen. Je nach Geldbeutel und Gasfuß kommt es nämlich darauf an, was man sich in die Garage stellen kann. Der beste Spagat zwischen Haltbarkeit, Fahrspaß und Kosten wird hier aber weiterhin beim 525i liegen, am besten noch bei einem der letzten Baujahre mit Vanos. Ein ziemlich robustes Triebwerk und vergleichsweise moderate Anschaffungs- und Unterhaltskosten sowie das wunderschöne Klangbild des R6-Triebwerks mit 192 PS sprechen hier für diese Motorisierung. Wenn euch die Nachfolger E39 und E60 interessieren, dazu haben wir ebenfalls Gebrauchtwagen-Tipp-Videos auf unserem Kanal. Besonders beim E39 gab es vor kurzem ebenfalls ein Remake mit aktuellen Preisen. So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Eure BAVMO Crew.